Hallo und herzlich willkommen zu Kingdom Come Deliverance. Okay. Wir laufen. Warte mal, nee, ich lasse ihn rein. Ich laufe mal ganz kurz zum Waffenschmied. Bis gleich. Glück und Gesundheit. Alles Gute. Wir haben ja jetzt noch was. So. Lass uns über den Preis sprechen. Klar, warum nicht? Bei dem Betrag kommen wir zusammen. Wir haben es ein bisschen günstiger gekriegt. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Und das Feld. Messer, Äxte, Rechen, Hacken, die besten Waren. Mhm. Gar nicht irgendwo hier. Hallo Konrad. Beste Grüße. Hier kann man sich eine Fackel kaufen, oha.
Also, unser allererstes gehen wir schlafen. Wo kann ich schlafen gehen? Händler, Bäcker, Krämer, Waffenschmied, Schleifstein, Rüstschmied, Schneider, Alchemietisch, Schreiber, Apotheke, Nest und erforschter Ort. Okay. Fleischer. Geh mal zum Alchemietisch. Gütiger Gott, du bist ja quietschfidel. Als ich dich das letzte Mal sah, dachte ich schon, ich müsste den Pfarrer kommen lassen. Ich fühle mich wie neu geboren. Freut mich, das zu hören. Jetzt eigentlich warten, schlafen. Können wir irgendwo schlafen hier? Kann ich hier irgendwo schlafen? Gemüse, ja. Obst, Äpfel, Gurken, Zwiebeln, Kaufleute, auf. Rüstung. Guten Tag, wie kann ich... Wollen wir noch nicht. Spargel, eine wahre Gaumenfreude, und Gurken, die all eure Brot Leiden und Gebäck lindern. Frisch aus dem Ofen. Greifen zu. Kann man nicht irgendwo schlafen hier, Mensch? Also ich wieder gefühlt die Beine gebrochen, weil der Meter gefallen ist. Ja, nicht mal einen Meter, einen halben Meter wahrscheinlich. Kannst du anpusten, oder bricht sich dabei ein Bein, habe ich das Gefühl. Frisches Brot, frisches Gemüse. Schaut mal her. Wunderbar.
kann man denn hier? Was ist das denn? Ach, Nebenquest, okay. Schleifstein, Schmied, Jäger, Questgeber, Schenkel, Hinweisgeber, Schuster. Und wo ist der Roll? Handplatz. Ich gehe mal nach Hause. Da können wir schlafen. Glaubst du, du würdest hier wohnen? Verschwinde! Ja, ich wohne hier. Hey, du da! Hey! Beste Gesundheit! Möge Gott mit dir sein. Würdest du mich bitte gehen lassen? Danke. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Was für ein Feind. Wer feindet mich denn da? Was passiert denn hier? Was ist hier los? Wäre es anderswo geschehen, würde ich ein Auge zudrücken. Aber hier ist es verboten nach Einbruch der... Das wird teuer. Du wirst Na schön, hier bitte. Also gut. Du da! Halt! Ergib dich! Du bist ein Verbrecher und wirst verhaftet. Wofür? Oh,
Zeig mir, was du da versteckt hast. Bist du taub? Was ist los? Sicherheit geht vor. Wenn es sein muss. Alles in Ordnung. Du kannst gehen. Wollen die mich alle verarschen? Ich verstehe das nicht. Das Spiel hat so viele Bugs. Also nicht richtige Bugs, aber es hat so viele Sachen, die so total... Oh, die regen einen einfach auf. Ich warte hier gerade auf Sonnenaufgang auf Herrn Dr. Jäger. Der anscheinend weg ist. Hallo Hund. Stärke, Agilität, Vitalität, Rede, Kunst, Charisma, Geschwindigkeit. Ja, wir warten jetzt hier einfach ein bisschen. Aber ich drücke nicht auf T, also nicht zum richtig warten, sondern lass es mal, weil ich habe immer das Gefühl, wenn wir hier warten, dann haben wir angeblich kein Licht an. Und ohne Licht dürfen wir nicht. Das heißt, jedes Mal, wenn wir warten, wenn es nachts ist, werden wir hier aufgehalten und verhaftet. Das ist so dumm eigentlich, aber naja. Das Spiel macht ja trotzdem Spaß. Wir spielen es weiter. Beziehungsweise ich spiele es weiter. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen dunkel auf YouTube jetzt, aber ist ja egal. Ich kann ja gucken, ob ich es nachträglich ein bisschen heller machen kann, aber eigentlich sollte das gehen. Ich sehe ja auch nicht so viel mehr. Komm, wir fressen ein bisschen Stroh oder Heu. Guck mir nicht so an, das ist meins. Ey. Warum so ein langes Gesicht? Schade, ich hatte hier auch ein Bär. Ja, wir müssen jetzt hier 3 Stunden warten. Pausiere mal kurz die Aufnahme und wir sehen uns wieder, wenn es dann Tag ist. Bis gleich. So, da bin ich mal wieder. Ein kleiner Zwischenschritt, was auch immer. Noch ist es nicht ganz Tag, aber es sieht schon etwas tagiger aus hier an der Seite. Bin ja mal, weiß nicht, wenn ich hier hochgehe, sehe ich da mehr. Nicht wirklich. Kann ich rausgehen? Warte mal. Wir gucken mal. Aua. Oh, wieder das Bein gebrochen. Beide Beine gebrochen. Trottel. Es sieht schon etwas nach Tag aus. Hat sich jetzt echt hier die Beine angeknackst oder was? Ja. Verletztes rechtes Bein. Linkes Bein auch. Super. So ein Trottel. Also noch ganz Tag ist es nicht, wir sehen es gleich. Da ist er, da kommt er. Okay,
Also doch. Wir bleiben jetzt. Ich versperre den Weg. Herr Frau Hans. Herr Jägersmann. Hallo, Herr Jägersmann. Könnten Sie. Herr Jägersmann. Hallo, hallo. Könnten Sie vielleicht. Also, ich möchte jetzt gerne jagen gehen. Hallo. Hallo, guten Tag. Hallo, hallo. Guten Tag. Hallo, reden. Verzeih, Herr. Ich hab's vergessen. Ich bin hoch erfreut. Hast du ein Pferd? Nein, Herr. Woher sollte jemand wie ich eins haben? Wohl wahr, höchstens ein Karrengaul. Nun, du wirst mir wohl wie ein braver Hund hinterher trotten müssen. Ganz wie du meinst. Möge Gott über dich wachen. Das finde ich auch noch ein bisschen komisch. Manchmal sind die total böse am Anfang und dann, wenn wir mit denen reden, sind die auch immer total lieb und nett. Und manchmal sind die dann total als Personen eigentlich böse, weil die uns laut spielen nicht mögen sollen. Aber dann auch sowas wie, ach ja, liebe Gott und so und liebe Klapp und hoffentlich geht's ihnen gut und Gesundheit und Glück und bla. Mach mal schneller hier, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. So ein Trottel, ey. Im Galopp! Ja! Spute dich, Schmied! Zu, Schmied, wegen der Sache in der Schenke. Ja, Herr. Hanusch hatte recht. Ich hätte mich anders verhalten sollen. Viel, vornehmer. Aber das heißt nicht, dass du im Recht warst. Du kannst einen Hochgeborenen nicht in seiner Stadt aus der Schenke werfen. Verstanden? Ja, ich war nur... Was? Raus damit! Ich beiße dir schon nicht den Kopf ab. Es ist nur... Als du diese Dinge auf dem Übungsplatz sagtest, Herr. Nun, ich war etwas aufgebracht. Ach, ich reize Grünschnäbel einfach gern. Und du hast mich auch fixiert. Warst frech zu Hauptmann Bernhard und wurdest dafür in seinen Dienst gestellt. Immer wenn ich etwas Leichtsinniges tue, selbst wenn es für meine Ehre ist, sitzt mir Hanusch im Nacken und straft mich. Wie jetzt. Ich wollte niemandem drohen. Das ist alles Schnee von gestern. Verderben wir uns nicht die Jagd. Schöner Sonnenaufgang. Warte. Lass uns über etwas anderes sprechen. Ist das deine erste Jagd? Dieser Art? Ja. Ich gehe jagen, seit ich laufen kann. Wenn du kein völliger Holzkopf bist, lernst du vielleicht etwas. Nein. Und wenn du es nicht völlig verbockst, nehme ich dich vielleicht wieder mit? Ein Knecht kann man immer gebrauchen. Wie gesagt, ich war bereits jagen, aber nicht... Hasen mit Mistgabeln hinterherzurennen ist nicht jagen. Sieh zu und lerne. Ich werde mein Bestes geben. Also, wir hätten aus dem Weg gehen, ich will hier ein schönes Thumbnail haben. Nee, gefällt mir doch nicht. Kann man F11 oder so? F10? Nee. Schade, ich dachte, man kann das Overlay ausblenden. Hör zu, ich wollte dich etwas über Scarlett fragen. Ich weiß nicht, ob... Herr, ich weiß nicht, ob das ein passendes Thema für einen Jagdausflug ist. Noch jagen wir nicht. Ich möchte etwas von jemandem erfahren, der wirklich dort war. Die Kumanen griffen Scarlets an und... Alle, die nicht flohen? Das sagen sie alle. Ich möchte genaueres wissen. Ist das wirklich nötig?
Herr? Wieder eine Diskussion mit dem Adel? Du scheinst ein kleiner Rebell zu sein. Nein, keineswegs, Herr. Es ist nur... Also, es fällt mir schwer, darüber zu sprechen. Verstehe. Also muss ich dich zuerst abfüllen. Ich weiß nicht, ob das reichen würde. Dann finden wir es heraus. Es gibt da ein nettes Plätzchen nördlich von hier. Dort schlagen wir unser Lager auf und du kannst mir alles erzählen. Wie du wünschst, Herr. Und nicht trödeln. Versuchen wir vor Einbruch der Nacht dorthin zu gelangen. Einmal. Ich muss mich nur kurz anders hinsetzen hier. So. So. Warte. So. So ist besser. Ach ja, ach ja. Herren Hans. Hier schlagen wir das Lager auf. Erstmal was. Wein und Speck aus der Satteltasche. Schon dabei, Herr. Na, endlich! Gefällt dir der Jagdausflug? Gut, aber bis jetzt haben wir noch nichts gejagt. Das spielt keine Rolle. Jagen ist ein Zeitvertreib. Das Wichtigste ist, eine Zeit lang aus Ratei rauszukommen. Ständig Hanus Lektionen zu lauschen, treibt jeden in den Wahnsinn. Wie kommt es, dass Hanus sich um dich kümmert? Also erstens kümmert Hanus sich nicht um mich. Ich bin kein Kleinkind, Bübchen. Hanus verwaltet lediglich meinen Besitz, bis ich erwachsen bin. Wann wird das sein? Was soll das heißen? Nichts. So war das nicht gemeint. Ich meine, du kommst mir schon sehr erwachsen vorher. Schwer zu sagen. Vor seinem Tod stellte mein Vater einen Rat aus Adligen zusammen, um das zu entscheiden. Nur haben die keine Lust, durchs halbe Land zu reisen, um das Anrecht eines Jünglings zu bewerten. Unter normalen Umständen wäre das nicht notwendig. Der König würde das entscheiden, aber... Der König ist fort. Genau. Wenn du erlaubst, Herr, was tut ein Adliger wie du den ganzen Tag? Als ich klein war, langweilte ich mich schrecklich, das sage ich dir. Ständig klebten mir Höflinge und Lehrer an den Fersen. Nun verbringe ich die meiste Zeit damit, von Hanus zu lernen. Regieren ist kein Spaß, zumindest meistens nicht. Erst letzte Woche musste ich den Beschwerden meiner Untergebenen lauschen. Aber das kann durchaus spannend sein, oder? Mein Herr, der Ochse da entleert seinen Kackeimer auf meinem Hof. Und Herr, die alte Hexe hat meine Kuh verzaubert. Und Herr, mein Weib treibt es mit dem halben Dorf. Wie eine Schafherde, ständig am Blöken. Selbst studieren ist interessanter. Was werden wir jagen? Kumanen. Was? Kumanen? Aber... Wenn du dich sehen könntest. Vollends Schwarze. Wir werden sehen, aber ich hätte gerne einen Keiler. Zumindest einen. Und ein paar Hasen, hm?
Aber was ist mit dir? Zuvor konnte ich dir kein Wort entlocken, doch jetzt ist deine Zunge gelockert. Also erzähl mir von Scarlet. Wie ich hörte, hatte Sigismund 100 Banner. Ich weiß nicht, Herr. Ich hatte nicht die Zeit, sie zu zählen. Meine Eltern wurden beide in Scarlets getötet. Vor meinen Augen. Die Kumanen schlachteten meine Freunde und Nachbarn ab. Und es grenzte an ein Wunder, dass ich entkam. Das tut mir leid. Aber sag mir eins. In der Schenke hört man das. Sigismund auf einem Drachen ritt. Die Kumanen Hörner und Hufe haben. Verzeih mir, Herr, aber für mich ist Scarlets keine Abenteuergeschichte, die man in der Schenke erzählt. Schon gut. Ich verstehe. Ach, wie dem auch sei. Heute ist es sowieso zu spät. Aber morgen brechen wir bei Sonnenaufgang auf. Verstanden? Ja. Ich gehe mal kurz ein Stück und gucke mich ein wenig um. Ist hier nicht, ne? Alles nur Wald, aber gut, was haben wir erwartet? Wir wollten nämlich auf einem Kornfeld jagen gehen. Genau, erst haben wir uns gehasst und jetzt werden wir wahrscheinlich gute Freunde, laut Story oder so. Also gehasst haben wir uns jetzt nicht, aber... Ihr wisst schon, was ich meine. Er kann ja auch ein ganz netter sein. Er ist es nicht gerne sowieso. Oder zumindest nicht vor allen anderen. Alleine? Dann ist okay. Gott segne dich. Was betrübt dich? Herr? Nicht jetzt, Schmied. Spar dir das für morgen. Lebe wohl. Okay. Hat sich vielleicht nicht gerade das beste Bettchen hier ausgesucht. Wir sind doch jetzt hier alleine, wir sind doch jetzt hier einen auf wie hieß das denn? Weiß nicht, irgend so ein komischer Film, wo zwei Typen irgendwie auf dem Berg gehen oder so, oder auf Urlaub oder? Nee, Urlaub, irgendwo arbeiten gehen, glaube ich. Weiß nicht, Ding. Und dann stirbt da eine noch und so, ach, wie heißt denn das? Duch? Ich hab da nur mal einen Trailer von gesehen. Irgendwas mit Mountain. Irgendwas Mountain, keine Ahnung. Aber auf so einen können wir doch machen. Die Vögel noch da miteinander oder nicht. Können wir doch jetzt ja auch machen. Da, komm, los. Wenn du schon im Regen liegen kannst, dann kannst du es auch mal nackt liegen. Bin halt nicht. Ja, was machen wir jetzt? Warten bis er hier aufwacht? Ja, ist gut. Und vielleicht nicht viele andere Sachen gesehen.
keine Ahnung, wie das Feuer anbleibt und vor allem, na gut, das Feuer wird ja ein bisschen gefüllt vom Topf, aber normalerweise müsste das eigentlich auch überlaufen, ne? Und außerdem geht das Feuer durch den Topf durch. Hat keiner gesehen. Geh mal zum Pferdchen. Achso, wo sind die Hunde eigentlich? Hunde? Die Hunde sind also nicht mehr da. Wie beim Pferdchen. Ne, das arme Pferdchen muss hier alleine stehen, ne? No. Fühl dich gestreichelt. Oh, na super. Ich habe hier mal wieder richtig gut auf die Folgenzeit gehabt. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann wieder heißt Kingdom Come Deliverance. Und mit diesem Gesicht haut rein und ciao!